Lieber Herr Abt, liebe Mitbrüder im priesterlichen und diakonalen Dienstamt, liebe Jugendliche, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ich bin heute Abend sehr gerne zu euch nach Kremsmünster gekommen, mit euch auch die heilige Eucharistie in dieser würdigen, in dieser feierlichen, musikalischen Form auch zu begehen. Und nun wollen wir auch einen Blick auf das eben gehörte Evangelium werfen. Jesus hat uns in dieser Gerichtsrede eigentlich die Grundthemen mitgeteilt, nach denen wir einmal, wenn er wiederkommt, gerichtet werden. Wir wissen also schon, worum es geht, so wie wenn Schüler schon vor der Schularbeit in Mathematik die Beispiele kennen. Da ginge ja alles leichter, würden wir meinen. Und doch, wenn wir das eigene Leben betrachten und auch das der ganzen Menschheit, dann ist es nach wie vor schwierig, nach diesen Aussagen zu leben, die einmal auch die Grundlage für das Gericht bilden werden. Das heutige Evangelium handelt also vom Ende der Tage, vom Weltgericht, wenn Jesus Christus wiederkommen wird auf den Wolken des Himmels in großer Macht und Herrlichkeit, um alle Menschen zu richten. Ja, alle Menschen sind dann vor den Richterstuhl Christi gerufen, um von ihm eben beurteilt zu werden. Und der Richterspruch ist abhängig vom Grad der Liebe, also von der Barmherzigkeit, die wir den Mitmenschen, unseren Brüdern und Schwestern hier auf Erden erwiesen haben. Das wissen wir aus dem Munde Jesu. Auf das Maß der Liebe wird es also ankommen bei diesem Weltgericht. Jede Hilfe, die wir einem Bedürftigen erweisen, gelangt zu Gott. Denken wir nur an die Aussagen der Heiligen Schrift aus dem Alten Testament, da habe ich zwei Zitate herausgenommen. Das eine lautet: Wer einen Armen unterdrückt, der beleidigt seinen Schöpfer. Wer Mitleid hat mit einem Elenden, der ehrt Gott. Wer Mitleid hat mit einem Armen, der gibt Gott ein Darlehen, das ihm dieser überreich einmal zurückzahlen wird. Schöne, tiefe Aussagen über diese Haltung der Liebe dem Nächsten gegenüber. Wenn Christus, der Weltenrichter, am Ende der Tage wiederkommt, dann wird er uns danach richten, wie wir also den Hungrigen und Durstigen und den Heimatlosen und Kranken gegenüber uns verhalten haben. Jesus identifiziert sich nämlich mit diesen Armen. Er sagt uns heute im Evangelium: Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Gott Vater hat von Anfang an für ein wunderbares Leben all derer gesorgt, die seinem Sohn Gutes erwiesen haben. Einmal hat mir ein Hauptschüler die Frage gestellt, er hat gesagt: Herr Bischof, ich habe noch nie Jesus gesehen. Und da habe ich ihm gesagt: Doch, du kannst ihn sehen, du siehst ihn, du musst nur deinen Blick schärfen. Du siehst ihn in jedem armen Menschen, in jedem Bettler auf der Straße. Du siehst Jesus im Kranken, im Hungernden und im Flüchtling, im Obdachlosen, im Asylanten, im Leidenden und im Gefangenen. Denn Jesus sagt ja: Was ihr dem Geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan. Am Ende unseres Lebens werden wir nur nach der Liebe gerichtet, sagt uns schon der heilige
Johannes von Kreuz. Beim Endgericht wird bis in seine letzten Konsequenzen offenbar, was ein jeder Gutes getan hat oder was einer an Gutem unterlassen hat während seines irdischen Lebens. Welch ein König ist der, der uns einmal richten wird? Im Evangelium heißt es von ihm, er ist nicht gekommen, um zu verurteilen, sondern um zu verzeihen. Er kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Wenn er richtet, ist er immer geleitet von der Barmherzigkeit. Das ist sehr tröstlich. Im Gericht identifiziert sich aber Jesus mit den ganz Kleinen unter uns, mit den ganz Kleinen, mit seinen kleinen Brüdern. Noch einmal, was ihr dem Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Und was ihr dem Geringsten meiner Brüder und Schwestern nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Fragen wir uns einmal so generell, was meint denn Jesus, dass wir den anderen tun sollen? Und da lautet die Antwort, er meint letztlich den Inhalt dessen, was wir aus den Werken der Barmherzigkeit heraus kennen. Er wird sagen, ich war hungrig und du hast mir zu essen gegeben. Ich war durstig und du hast mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und obdachlos und du hast mich aufgenommen. Ich war nackt und du hast mich bekleidet. Ich war krank und du hast mich besucht. Ich war im Gefängnis und du bist zu mir gekommen. Ihr seht, liebe Brüder und Schwestern, das Gericht hat ganz konkrete Sachen im Auge. Was ihr dem Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Ja, liebe jungen Freunde, ein Kirchenjahr geht nun wieder zu Ende. Jetzt feiern wir als Abschluss und gleichsam auch als Höhepunkt das Christkönigsfest und bald darauf beginnt dann mit dem ersten Adventssonntag ein neues Kirchenjahr, die Zeit des Adventes auf die Vorbereitung auf das Kommen unseres Erlösers in Niedrigkeit und Armut. Seit jeher stellt der Mensch sich die Frage, was geschieht eigentlich nach dem Tod? In der heutigen Gesellschaft spricht man nicht darüber. Das ist ein Tabu, möchte ich fast sagen. Es ist ein Thema, über das man besser nicht redet. Und wenn wir darüber reden müssen, dann tun wir es schnell, dann tun wir es in Eile, ohne viel darüber nachzudenken. Ja, aber was hat all das mit dem Christkönigsfest zu tun? Ja, schon. Denn Jesus spricht nicht vom Ende des Menschen, sondern vom Ende des Lebens. Jesus fragt uns ja nicht, warum man stirbt, sondern er fragt uns, warum man lebt. Und wozu man lebt? Die entscheidende Frage richtet sich gar nicht auf den Tod, sondern sie lautet, für wen lebst du? Das ist diese positive, aber ungemein wichtige Frage, die uns eigentlich als Quintessenz Jesus im heutigen Evangelium steht. Für wen lebst du? Was ist das Ziel deines Lebens und der ganzen Geschichte? Das Wort Gottes lädt uns heute ein, unser Herz zu öffnen für die unzähligen Gelegenheiten der Gnade, die sich uns schon jetzt auftun. Wir sollen unser Leben aus jener Liebe heraus leben, die sich hinschenkt, die nicht das eigene Wohl sucht, sondern das Wohl der anderen. Das sagt uns Gott auch in der heutigen Lesung, die aus dem Propheten Ezechiel genommen ist. Dort spricht Gott diese klaren und für uns auch tröstenden Worte, ich selbst will meine Schafe suchen und für sie sorgen.
Ich werde sie auf fruchtbare Weide führen, wo sie ruhen können. Ich will das verlorene Schaf suchen und das Verirrte wieder heimführen. Ich will seine Wunden verbinden. Ich will es pflegen und heilen. Welch eine grenzenlose Liebe Gottes wird uns hier kundgetan. Mit wie viel Hingabe nimmt er sich der Seinen an, die im Bild von den Schafen dargestellt wird. Er will ihr Hirte sein. Er will sie auf fette Weide führen. Er will für sie Sorge tragen. Er geht dem Verlorenen nach und das Verirrte, das sucht er, um es heimzubringen. Und wenn es verletzt ist, verbindet er die Wunden und pflegt er es, bis es wieder gesund ist. Rührend, unbegreiflich diese große Vaterliebe Gottes zu uns sündigen Menschen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, im Himmel gibt es große Freude, wenn die Heiligen die unzähligen Aufmerksamkeiten der Liebe Gottes für jeden Einzelnen von uns sehen und dann auch merken, dass wir darauf Antwort geben. Das tut den Heiligen im Himmel wohl. Wenn wir wirklich auf Erden Gott auch eine liebende Antwort auf diese vielen, vielen Aufmerksamkeiten geben, mit denen er uns ja täglich umgibt. Ja, und die Verdammten, davon war heute auch die Rede, die Verdammten in der Hölle werden ebenfalls die vielen Zeichen der Liebe Gottes, die er ihnen schenkte, sehen, müssen aber dann erkennen, dass sie diese Liebe immer wieder ignoriert, ja sogar entschieden zurückgewiesen haben. Gott ist es, der uns in diesem Leben sucht. Er liebt uns. Er schenkt uns alle mütterliche und geistliche Hilfe, die wir brauchen. Er ist der gute Hirte, der uns auf fruchtbare Weide führt, bis hin zu den Hügeln der Liebe, zu den sprudelnden Quellen der Gnade. Er will alle Sehnsucht unseres Herzens stillen, gemäß auch dem Wort des heiligen Augustinus, der uns sagt, unruhig ist unser Herz, o Gott, bis es nicht ruht in dir. Er allein kann all diese Sehnsucht, diese innere Ruhe, dieses Ausschauhalten stillen. Er allein, in ihm wird es uns geschenkt. Ja, und dieser Gott kommt immer zu uns. Aber wenn du ihn siehst, so stirbst du vor lauter Freude, vor lauter Licht und Glück. Und deshalb trägt er die Gesichtszüge eines Hungernden. Es ist Gott, der zu uns kommt, liebe Brüder und Schwestern. Er trägt nur die Gesichtszüge eines Hungernden oder eines Bettlers. Er hat manchmal die Züge eines Verzweifelten, eines Obdachlosen, eines Kranken. Er bleibt aber immer derselbe, auch wenn er verschiedene Sprachen spricht, wenn er uns um etwas bittet oder anfleht. Die Antwort aber gibt er immer in der einzigen Sprache, die alle verstehen, auch die Engel, nämlich in der Sprache der Liebe. Er wird uns sagen, komm, geh ein in die Freude deines Herrn, denn ich war hungrig, ich war durstig, ich war krank und du hast mich geliebt. Wenn wir einmal ganz bei Gott sind, dann werden wir uns freuen. Er wird uns ein Glück und einen Frieden und eine Freude schenken. Er wird uns mit Freude erfüllen, die wir uns hier nicht einmal vorstellen können. Dante Alighieri, der berühmte italienische Dichter, der sagt einmal, dass die Grenzen des Himmels nur Liebe und Freude seien. Es gibt keine anderen Grenzen im Himmel. Wir stoßen immer auf die Fülle der Liebe, auf die Fülle der Freude, wohin wir uns auch begeben. Unsere Augen werden ihn sehen und unser Leib
der von den Toten auferweckt ist, wird ihn ewig schauen in seinem himmlischen Glanz, im Glanz seines Reiches, das kein Ende hat. Das ist die große Botschaft, die wir in diesen 3 Tagen, wo wir Christkönig feiern, mitnehmen wollen. Das gibt uns viel Auftrieb für unser christliches Leben und für unsere ganze Pilgerschaft hier auf Erden. Und es wird uns immer häufiger bewusst werden, wo überall wir Gott, wo überall wir Christus begegnen. Er begleitet sich immer mit den Zügen der Armen und der Bedürftigen, denn wenn er uns in seinem Glanz gegenübertreten würde, würden wir ja fast sterben. Ja, darum wollen wir uns dieses Wort der Schrift mitnehmen, das uns diesbezüglich mit so viel Zuversicht erfüllt. Wir kennen es alle. Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es vernommen und in keines Menschen Herzen ist es gedrungen, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Also auf die Liebe allein kommt es an. Amen.